Salomis Ehemann bist du. Und sollst sein, was dir versprochen ist. Meine lieben Damen und Herren, und wieder einmal sind wir mit Sabrina in den Sternen. Oh, niemals soll Sonne dieses Morgen sehen. Euer Gesicht, mein Scott, ist wie ein Buch, wo man außergewöhnliche Dinge lesen kann. Zielstrebig. Gib mir die Dolche, Salome. Thank you.
Sie kratzt, beißt, fügt sich selber Schnittwunden zu, um die Schmerzen zu reduzieren. Ein ganz typisches Verhalten. Kommen Sie doch näher, liebe Kollegen, und wenn Sie wollen, beobachten Sie die Augen. Sie sind weit geöffnet. Sie spricht mit sich selbst, undeutlich. Wir kennen viele Beispiele dieser Krankheit, aber dies hier ist eines der extremsten. Sie muss unter ständiger Aufsicht sein. Hier ist eine Morphintherapie angesagt und bei fortschreitender Paranoia ein Antipsychotika. Wir sind da gerade im Test mit einem neuen Produkt. Dies ist der Anfang.